Und hat halt gesagt so, hey, du bist doch der Chefkoch. Und ich dachte mir so, alter Schwede, also ich habe nie ein vierstelliges Gehalt gesehen, aber ich habe das auch nie gefordert. Also hätte ich vielleicht irgendwohin gewechselt, zum Mausbrot zum Beispiel, hätte ich das vielleicht machen können. Bei uns war einmal alles Zufall und ich glaube, die Favoritenrolle war nie bei uns. Also das geht's nicht. Also wenn du so ein Team hast, die haben ja damals schon, glaube ich, sehr viel Geld gekostet für die damalige Zeit. Wahnsinn. Also wir waren ja, hör doch auf, also nee. Hallo und herzlich willkommen zum Counter-Strike Legenden-Interview und heute bei mir zu Gast ist David Chefkoch Nagel, kennen wir noch von früher, unter anderem hat er gespielt bei HFD, bei Pro Gaming, Team 64 und natürlich bei Alternate. David, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du gekommen bist. Sehr, sehr gerne. Die legendäre erste Frage an dich, was hat es mit deinem Nicknamen auf sich? Ich hatte damals ziemlich viel South Park geguckt in meiner Kindheit, nee, da war ich eigentlich schon Jugendlicher. Chefkoch war so der Typ, der mir in South Park ziemlich gut gefallen hat, so von seiner Art her. Und ich habe halt so gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht so einen Killernamen. Früher hießen die Leute irgendwie so Killer 1337, Rambo, dies, das. Und ich habe mir gedacht, so, ich möchte eher so einen sympathischen Namen, wo man praktisch irgendwie vielleicht dann den Chefkoch da aus South Park vielleicht kennt und dann sagt, hey, die Kinder sind immer zu ihm gelaufen, wenn es Probleme gab. Hey Chefkoch, was? Und so ein Typ war ich ja eher. Also auch wenn es nicht immer so rübergekommen ist. Wie ging es bei dir mit Counter-Strike los? Wann hast du angefangen? Angefangen, glaube ich, hatte ich 99. Mit Freunden auf LAN-Partys. Ich hatte sehr, sehr viele IT-affine oder netzwerkaffine Menschen bei mir im Umfeld. Wir haben damals über ein BNC-Kabel, also koaxial mit Terminatoren so gespielt und T-Stücken. Und da haben wir haben sehr, sehr früh schon LAN-Partys gemacht. Und uns wurde Counter-Strike von Kollegen, Beta-Phase damals vorgestellt. Und wir haben damals alle Mods für Half-Life gespielt. Und dann irgendwann mal, ey, probier mal hier Counter-Strike, das sieht ziemlich cool aus. Und so sind wir da zu Counter-Strike gekommen. Was war deine erste Counter-Strike-Version? Beta? Ich glaube Beta 5.2, aber ich glaube, da war schon irgendwas mit 4 war schon auch mal angespielt. Aber das war ja oft so buggy, da sind ja verrückte Dinge passiert und dann haben wir halt gesagt, ja okay, mal gucken, ab wann man das so vernünftig spielen kann. Und dann gab es ja hier in der Region ja viele LAN-Partys, wo das dann offiziell dann gespielt wurde und dann hat man sich gesagt, ja okay, versuchen wir es mal, ne? Aber damals hast du auch Age of Empires, Siedler und was weiß ich was gespielt. Also das war ja auch StarCraft normal. Also das hat ja jeder gespielt, glaube ich. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, das war 2001 auf der Schwabenlan in Schorndorf damals. Du warst bei den Beverly Hills Killers, hast es anschließend aber auch natürlich sehr, sehr weit gebracht. Unter anderem dann ja auch zur Alternate dreimal die EPS gewonnen. Was sind deiner Meinung nach deine wichtigsten Eigenschaften gewesen, um es dann doch so weit in Counter-Strike zu bringen? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich ehrgeizig. Ich glaube, Ehrgeiz war wichtig. Ich kam ja schon aus einem professionellen Handballumfeld und wusste, was dazu gehört, dass man in dem, was man tut, besser wird. Also was heißt Training am Tagesende? Die meisten verstehen ja heutzutage Training, ja, ich gehe auf den Server spielen ein bisschen und dann habe ich trainiert. Das ist ja nicht zielführend, oder? Ich sage mal, den Aufwand, den du da betreiben musst, um besser zu werden, ist natürlich ist gewaltig, damit du dich verbesserst. Du musst mit bestimmten Zielen, du musst mit einem bestimmten Fokus trainieren. Und ich glaube, das hatte ich gemacht und ich habe auch immer viel Spaß vermittelt und viel, wie soll ich sagen, nach außen war ich ja immer der super Motivator. Nach innen hin war ich schon immer ein bisschen streng bei vielen Sachen oder habe die Leute zurechtgestürzt. Also Disziplin. Um erfolgreich gut zu trainieren, braucht man viel Disziplin und man muss halt ehrgeizig sein und motiviert sein. Und man muss sich fokussieren und konzentrieren können. Und ich glaube, das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben. Und man muss halt durchhalten. Der lange Atem, den muss man halt haben, weil du musst ja 1-2 Jahre spielen und vielleicht schaffst du es, vielleicht nicht. Und dann waren 2 Jahre für umsonst. Ja. Dazu kam ja auch, dass du ein sehr humorvoller Typ bist, auch natürlich auch bei den Fans sehr beliebt. Ja, und wir können uns alle noch an deine Sprüche natürlich erinnern, mit dem Hundecode, der Stress mit dem Admin. Ja. Wenn du heute drauf so ein bisschen zurückblickst, wie schaut man da an die ganze Zeit zurück?
Ich fand natürlich viele Sachen, die ich gemacht habe, nicht unbedingt sinnvoll. Ich meine, das habe ich dann schon relativ schnell begriffen, dass das nicht immer alles so toll war. Aber den Weg, den ich da damals gemacht habe, der war ja super. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Menschen, die sich immer noch an mich erinnern. Ich war letztens hier unterwegs und mich hat jemand aus Berlin getroffen, der hier in Bad Urach bei den Wasserfällen war und hat halt gesagt so, hey, du bist doch der Chefkoch. Und ich dachte mir so, alter Schwede, so, ne, ja, ich komme gerade aus Berlin, ich mache hier Montage und dies, das, meine Frau kommt jetzt gerade hier zu Besuch und dies, das. Und das ist mega geil. Und ich glaube, die Community und so wie es früher war, war es halt auch geil. Ich würde es nicht tauschen wollen, wahrscheinlich nicht. Also ich kenne die Community von heute nicht, aber die ist ja kaum vorhanden. Oder nicht so richtig. Und früher war das einfach, es war einfach toll. Einfach geil. Und das war es schon auch immer du, also auch mit den Sprüchen, wo Chefkoch drauf stand, war auch Chefkoch drinnen, also bist du auch so im privaten Bereich? Ja, im privaten Bereich wahrscheinlich noch mal ein bisschen verrückter. Also wir hatten ja schon bei Alternate gewisse Regeln, die wir befolgen mussten. Da ich ja da auch Ausbildung gemacht habe, habe ich mich im großen Stil daran auch richtig gut gehalten. Andere vielleicht nicht so sehr. Dann musste ich die immer zurechtweisen, weil die Leute kamen ja immer zu mir in der Firma und sagen, hey, guck mal, der hat das gemacht, der hat dies gemacht. Dann sage ich, ja, dann rede doch du mit dem. Warum soll ich jetzt mit dem reden? Ja, mach du das bitte. Und dann war ich dann halt oft vielleicht auch im Team, der Buhmann vielleicht mit den schlechten Nachrichten oder sonst was. Aber ja, ich glaube schon, dass ich der Typ war oder bin. Aber es gibt mehrere, sage ich jetzt mal, Teile. Ich bin oft gerne alleine und habe meine Ruhe und ich bin auch oft gerne unter Leuten. Also was viele nicht wissen, du bist ja in Polen geboren und aufgewachsen, bist da auch noch kurz zur Schule gegangen. Mhm. Welche Verbindung hast du heute noch zu Polen? Ich habe es erst gestern zu anderen Leuten erzählt. Ich war schon über 20 Jahre nicht mehr in Polen. Ich habe da eigentlich, meine Oma hat da noch gelebt, die ist verstorben schon vor ein paar Jahren. Ich habe da eigentlich gar keinen Kontakt. Mein Vater, sein Bruder, genau, jetzt habe ich es. Dein Onkel, Vater, oder? Ja, genau. Mhm. Der wohnt da noch, aber sonst wohnt die ganze Familie von meiner Mutterseite in Deutschland. Deswegen, wir sind ja Schlesier, keine richtigen Polen, aber auch dann keine richtigen Deutschen. So, du bist so was weiß ich, Rucksackdeutscher oder wie man die Leute nennt, oder Schwaben, ne, Donauschwaben, mhm, oder Preußen oder was auch immer alles da für Ausdrücke fallen, oder ja, also ich habe da keine Verbindung. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich ein bisschen Polnisch mit den Jungs wie Neo oder Pascha oder so ein bisschen reden konnte. Wobei Pascha, der kam ja erst spät dazu, aber die anderen Jungs, war immer witzig, mit denen auf internationalen Events ein bisschen Polnisch zu reden. Mein Polnisch ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Also, aber es geht so. Ich verstehe die, wenn sie langsam reden, und kann ein bisschen drauf antworten. Was ist dann für dich Heimat? Heimat ist Reutlingen, würde ich sagen. Also Heimat ist da, wo du aufgewachsen bist. Und ich bin ja hier aufgewachsen. Wie gesagt, erste Klasse bin ich mit meinen Eltern, oder nee, mein Vater ist schon ein bisschen früher nach Deutschland mit meinem Bruder, und ich bin nachgekommen mit meiner Mutter. Und ja, ich bin eigentlich hier im Schwabenländle oder hier Reutlingen Umgebung oder auch Stuttgart würde ich auch zu meiner Heimat zählen, auch wenn ich nicht Stuttgart-Fan bin. Aber das ist schon meine Heimat hier. Du hast sehr lange für Alternate gespielt und 2006, 2007 war auch eine extrem erfolgreiche Zeit. Habt ihr dreimal die EPS ja auch gewonnen. Ich würde sagen, Alternate und Mouseports, das waren damals so die zwei besten deutschen Teams. Gab es immer auch sehr interessante Duelle. Jetzt können wir ja ganz offen reden. Wie oft hatte Maus bei dir wegen eines Wechsels angefragt? Gut, es war ja jede Season, ist es ja immer aufs Gleiche rausgelaufen. Also es war bei Etex war es immer weniger, aber davor, bevor ich zu Etex bin, war ich ja bei Team 64. Und da war das ja so, dass das war auch ein geiles Ereignis. Wir hatten immer wieder NGL-Finals gegen Mouseports gespielt. Und dann habe ich immer zu Jülmaz, also ich hatte ja einen super Kontakt zu den Jungs und zu den Hintermännern bei Mouseports. Wir haben uns einfach
gemocht und hatten ein gutes Verhältnis und dann wollten die auch immer mich in ihrem Team haben. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wir machen es so, wenn wir nicht die NGL Finals gewinnen, dann wechsle ich zu euch und wenn wir sie gewinnen, dann bleibe ich bei meinem Team. Und dann war es das einzige Mal, wo wir die NGL Finals gewonnen haben und ich war auch zufrieden. Also das war wirklich toll. Und ich weiß noch, damals kam Cengiz zu mir und als ich Etix verlassen hatte, hat er gesagt so, jetzt, das war der Knackpunkt für die, dass das jetzt für die so der Startschuss war. Und er hat gesagt, du wirst sehen, also ich bin ganz froh, dass du weg bist und jetzt werden wir halt Deutschland dominieren. Und so war es dann auch über die Jahre. Ich glaube, die haben dann 4, 5, 6 Mal hintereinander die EPS gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich so eintrifft, wie er das. Ich habe mich persönlich nie so gesehen, wie er mich wahrscheinlich gesehen hat. Weil man weiß ja nie von außen und innen, das sind schon immer zwei verschiedene Ansichten. Aber da er mich ja gut gekannt hat oder auch die Leute wahrscheinlich auch, die mit mir zusammen gespielt haben. Manche haben mich schon ein bisschen mehr respektiert, manche ein bisschen weniger. Aber es ist ja auch okay. Nicht jeder muss sich mit mir gut vertragen. Ich habe auch oft immer den Erfolg in den Vordergrund gestellt, also bei Etix auf jeden Fall. Früher war es bei Team 64 eher der Spaß. Aber ich fand es immer toll, wenn wir irgendwas gewonnen haben und wir konnten zusammen feiern gehen. Das war mir schon wichtig, weil das bleibt im Kopf. Wenn du ein Turnier gewinnst und danach nicht feiern gehen kannst, dann ist es wirklich, man ärgert sich im Nachhinein. Und ich glaube, wir haben das auch unterschätzt. Wir haben es tatsächlich unterschätzt, die Erfolge. Weil du denkst immer, oh, es geht immer so weiter und dann 10 Jahre später sagst du dir so, boah, ne, hätten wir da ein bisschen mehr und da ein bisschen mehr. Ja, aber es ist halt so, ist okay gewesen. Wäre für dich ein Wechsel zum Mausboards in Frage gekommen? Jetzt ist ja, natürlich, klar. Aber ich habe immer die Herausforderungen gesehen. Lieber du spielst ja gegen den FC Bayern, wie beim FC Bayern. Und ich bin eher so der Typ. Aber im Nachhinein habe ich mir gesagt, wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, zu Mausboards zu wechseln, weil ich habe ja gesehen, Mausboards hat mehr für die Community getan, mehr Videos gemacht, einfach mehr fürs Team gemacht und mehr drum gekümmert. Bei Alternate war das am Anfang ziemlich stark und dann hat es immer schon stark abgenommen. Sobald du mehr Erfolg hattest, dann war das so, oh, guck mal, das ist ein Selbstläufer, da muss man nicht mehr viel machen, sich drum kümmern. Und das fand ich dann schon ein bisschen schade. Also es wäre schon schön gewesen, wenn, wir hätten noch mehr rausholen können aus den Erfolgen. Du hast bei Alternate ja auch deine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker, also IT-Bereich. Mhm. Wie anstrengend war das damals, als du sowohl die Ausbildung gemacht hast, aber auch natürlich als Counter-Strike-Profi bei Alternate zu spielen? Ja, es war heftig. Also es war schon heftig. Das erste Mal ausgezogen, dann alles selber zu Hause machen, sich selbst organisieren, das Team organisieren, dann auch immer fit bleiben im Fitnessstudio und so, das war schon heftig. Das war schon, ich bin froh, dass ich heute so viel Freizeit habe, die ich früher nicht hatte, weil man muss auch so sehen, die Arbeit hat mir Spaß gemacht, mit dem Team dann zu arbeiten und man muss ja immer ein bisschen mehr machen, um erfolgreicher zu sein wie die anderen Teams. Das heißt, die erfolgreichen Spieler oder die den Erfolg ausgemacht haben, haben immer fürs Team immer noch mehr gemacht und für sich eher zu wenig. Also ich habe ja teilweise eine Woche Urlaub genommen, damit ich mich auf ein Turnier vorbereiten kann. Also ich habe das nicht geschenkt bekommen von der Firma und irgendwann habe ich halt zur Firma gesagt, so hey, das kann nicht sein, dass ich hier immer so viel Urlaub nehmen muss. Und dann habe ich selber für mich vielleicht 2 Wochen Urlaub gehabt. Das war's dann. In der Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr machen. Ich habe mich nie beschwert, aber dann habe ich irgendwann mal was gesagt und habe gesagt, hey, wir müssen das hier anders regeln. Wenn ich für euch unterwegs bin, brauche ich auch die freien Tage. Ja. Wie oft habt ihr damals trainiert und wie viele Stunden waren das dann am Tag? Gut, bei uns war so die Grundregel von Montag bis Donnerstag und dann halt noch sonntags. Und meistens war es von 18 bis 23 Uhr so eingeplant, aber das waren so, sag mal, die Wunschzeiten. Es gibt Tage, also wir waren da extrem ein Team oder wo es extrem sensibel war. Du musst gucken, dass du heute funktionierst
Und wenn du Kopfschmerzen und irgendwelche Wehwehchen hast, dann sagst du lieber, hey, lass doch morgen machen. Wir müssen an uns arbeiten und du kannst nur an dir arbeiten, wenn du dich auch wohlfühlst, wenn alle zusammen gut funktionieren. Und wenn du merkst, du kommst nicht voran und das ist eher kontraproduktiv oder du musst mal wieder frische Luft holen oder sonst was, dann haben wir das halt gemacht. Aber du darfst nicht auf alles erzwingen und ich muss. Du musst halt merken, hat's was gebracht? Hast du heute einen Lerneffekt gehabt oder nicht? Und da waren wir ziemlich gut drin, also denke ich mal. Also wir haben nicht so viel trainiert wie andere Teams, aber dafür haben wir, was heißt trainiert? Wir haben trainiert, wahrscheinlich mehr wie andere Teams, aber wir haben nicht so viel gespielt. Bei uns war auch viel Reden, viel Kommunikation. Wir haben auch wochenlang mal ohne Voice gespielt, um einfach zu schauen, ich beobachte meinen Mitspieler. Also wir haben viele Methoden versucht, um besser zu werden. Also eher auch versucht, dann quasi effizienter zu trainieren, als einfach nur daddeln, spielen. Das haben wir gar nicht. Mhm. Also das haben wir wirklich, wenn wir gedaddelt haben, dann war das eher so ein Abschluss-Spaß-Training. So wie wenn man früher im Sport oder was weiß ich, oh komm, heute zum Abschluss machen wir noch eine Runde Fußball. So haben wir dann halt, das war dann für uns, daddeln war für uns früher Auslaufen. Aber Training war für uns immer anstrengend. Also war immer, jeder musste mal eine Pistolrunde vorbereiten, jeder musste mal dann vielleicht auch in-game ein bisschen ansagen. Also wir haben die Rollen auch öfters gewechselt, damit jeder dann auch weiß, was heißt es denn überhaupt, in der Rolle zu sein von dem anderen. Das war ja nicht so einfach. Und wenn man dann immer was kritisiert hat, dann war das immer so leicht zu kritisieren. Aber mach du es erstmal besser, dann siehst du erstmal, was Sache ist. Und ich glaube, so haben sich die Leute auch dann besser entwickelt. Vom Zocken alleine hättest du damals nicht leben können, einen Lebensunterhalt finanzieren? Nein, auf keinen Fall. Also, oder vielleicht hätte es gereicht, ja. Aber du musstest ja halt regelmäßig was gewinnen. Also es war wirklich so, mein Azubi-Gehalt ging direkt für die Miete drauf. Und hätte ich damals nicht gespielt, dann hätte ich halt auf Minus gelebt. So, das wollte ich halt nicht. Und und dann musstest du halt erfolgreich sein und dann hattest du vielleicht mal so, also ich habe es mal durchgerechnet, es waren so circa 2000 netto, die man dann im Monat hatte. Das ist natürlich heutzutage ein ordentlicher oder ein guter Verdienst oder ein Durchschnittsverdienst, keine Ahnung. Aber damals war das schon toll und dann hast du als Azubi mehr gehabt als deine Kollegen vielleicht so. Aber wie gesagt, du musst halt Preisgeld nach Hause bringen. Es war eben meistens so, du hast vielleicht eher ein niedriges Fixgehalt bekommen, aber du hast dann eben die Preisgelder bekommen, oder? Genau. Also wir hatten wirklich ich habe nie ein vierstelliges Gehalt gesehen, aber ich habe das auch nie gefordert. Also hätte ich vielleicht irgendwo hin gewechselt, zum Mausbot zum Beispiel, hätte ich das vielleicht machen können. Aber für mich war immer der Anreiz, Preisgeld zu gewinnen. Aber Gewinn sowieso, ob es dann jetzt das Mega-Preisgeld gibt, spielt ja nicht unbedingt die große Rolle, aber du willst das Event gewinnen. Du hast dich auf das Event vorbereitet und du wolltest es halt auch gewinnen. Und das fand ich immer toll. Und es hat sich dann später dann gewandelt, als die Gehälter höher gegangen sind, hat man auch gesehen, die Leute sind nicht mehr so ehrgeizig. Und heute hebt ja jeder die Hand auf, der gerade auslaufen kann. Und die Leistung stimmt meistens nicht, weil ich glaube, du hast vielleicht auch mitbekommen, letztens haben sie, glaube ich, das Ethics-Team entlassen. Mhm. Das war vielleicht auch nicht ganz gut. Ich habe es nur auf Twitter oder irgendwo habe ich es gelesen so ein bisschen und dann dachte ich mir so, okay, aber mal ganz im Ernst, wenn du solche Voraussetzungen wie bei Ethics hast und nichts gewinnst, dann muss man auch selber mal sagen, hey, ich bin vielleicht nicht gut genug. Also ich hab mir überlegt, ob ich da was dazu schreibe, aber dann selbstkritisch zu sein, ist, glaube ich, heute ein Fremdwort. Aber ist natürlich wichtig, um voranzukommen. Ja. Du hast es ja auch gesagt, die Voraussetzungen bei ATAX damals waren halt einfach auch andere als vielleicht bei anderen Teams. Ja, ja. Kannst du erzählen, wie das damals eben war? Also ihr hattet ja wirklich dieses LAN-Haus auch immer in Hessen. Da haben eigentlich viele andere Clans auch in der EPS immer so ein bisschen geschwärmt und immer gesagt, das ist natürlich schon geil zum Trainieren und zum Spielen. Ja, es war toll. Also du hast unten einen Gaming-Raum und eine Küche und ein Billard oder ein Flipper oder nicht ein Billard, sondern ein Tischkicker. Und oben waren die Schlafräume, dann hatten wir da meistens eine Wii oder so oder einen Fernseher und dann hast du halt manchmal zusammen Fernsehen geguckt oder sonst was. Vor dem Haus hattest du meistens einen Grill. Ich habe da immer auch immer für meine Arbeitskollegen was gegrillt oder so.
Und es war immer toll. Und du hattest halt eine vernünftige Leitung. Damals war das ja nicht normal. Und ja, es hat halt Spaß gemacht, wenn man sich gut verstanden hat. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Die Teamchemie muss halt stimmen. Die Leute müssen sich mögen und die Leute müssen halt ein Ziel haben. Und das ist natürlich auch Nummer eins zu sein, ja. Und Alternate hat halt dann, du kannst halt immer Hardware bestellen, so, oder Gaming-Zubehör, Maus, Tastatur, du kannst halt was weiß ich was alles rausbuchen aus dem Laden, sagen, hey, bitte bring mir das und das, das mit. Dann hat es das neueste Gaming-Zeugs und dann, boah, da waren alle immer total motiviert. Boah, geil, neue Maus, neue Tastatur. Ja, manche haben es übertrieben, aber ja, es war schon okay. Du hast das Thema Erfolge angesprochen, war eben auch wichtig, Erfolge zu haben. Und du hattest ja unter anderem dreimal die EPS gewonnen, die WSVG 2006 in New York, LAN Mount 2007. Welcher Erfolg bedeutet dir in deiner CS-Karriere am meisten? Ja klar, natürlich so ein internationales Event zu gewinnen wie die WSVG, muss man schon mal so sagen, wo man dann einfach so viel bekommt und halt wirklich mit einem Rumpfteam da hingefahren ist und das dann gewonnen hat. Wir haben uns mega gefreut und ich habe damals um 3 Uhr morgens hier oder 4 Uhr morgens war das hier in Deutschland angerufen, hey, wir haben es geschafft und so. Und ich habe ein Jahr lang von dem Event geschwärmt, habe gesagt, oh, wie krank das wäre, wenn wir das gewinnen. Das wäre ja total verrückt. Und dann ist ja das Team dann auseinandergefallen im Sommer, leider. Und ja, für mich war das toll, aber für mich waren auch die EPS-Siege, wenn du die mit deinen Fans in Deutschland feiern kannst, weil in Amerika im Filmstudio konntest du ja mit niemandem zusammen feiern. Das war dann wohl wieder so ein Step, wo ich vorhin gesagt habe, so, war nicht so toll, weil du konntest es nicht genießen. Aber EPS mit den Jungs und allen Leuten, einfach auch toll. Aber ich, wie gesagt, natürlich so ein Weltmeistertitel oder was es da auch immer war, das natürlich, kannst du natürlich nicht überbieten. Das war ein ganz besonderes Turnier, muss man sagen, damals in New York. Du hast es gesagt, ein Mixteam mit dir, Carpio, Roman, Chucky und Moon. Mit welchen Erwartungen seid ihr damals in das Turnier eigentlich reingegangen in New York? Ein Spiel zu gewinnen. Tatsächlich. Ein Spiel zu gewinnen wäre super, haben wir uns gesagt. Und dann schauen wir weiter. Also man sagt das ja heute als Floskel im Fußball. Von Spiel zu Spiel schauen. Und bei uns war das halt wirklich Realität. So, eins können wir noch. Komm, eins schaffen wir. Und wir waren so, ja, wir haben so ohne Druck gespielt. Und das hat uns dann schon noch geboostet, sage ich jetzt mal. Andere Teams, wir hatten auch Glück, SK, verspäteter Flug, dies, das. Dann waren die müde, mussten sie sofort spielen. Wir hätten niemals gegen SK gewonnen, wenn die nicht irgendwelche Flugprobleme gehabt hätten oder so. Das muss man mal so sagen. Und gegen die anderen, gegen die Chinesen oder gegen die wir da gespielt haben, die haben einfach ein ganz anderes CS gespielt. Wir haben gedacht, okay, wir spielen CS und die spielen hier Tetris. Da sind auf einmal hier 3-4 Leute überall angekommen als CT. Und dann denkst du so, hä, wo kommen die denn jetzt her? Also es war wirklich, das war auch so ein tolles Turnier, wo man gesehen hat, dass CS doch nicht so statisch und CS kann man auf verschiedene Arten spielen. Und das war super interessant. Also manche Teams sind dann gegen die Chinesen halt rausgeflogen, weil die damit gar nicht klargekommen sind. Da wir eh so ein zusammengewürfelter Haufen waren, hat das nicht so einen Impact auf uns gehabt. Aber ja, wir haben uns schon kaputt gelacht. Und wir hatten auch immer gerne mit den anderen Teams dann in der Lobby im Hotel, wo wir damals waren. Das war Hilton am Flughafen, glaube ich. Und haben wir gerne mit SK oder mit anderen, mit den Chinesen Billard gespielt oder so. Das war einfach geil, einfach toll. Genau, Hacker Gaming war das Team, 16-14 hatten ihr gewonnen. Davor gegen SK Gaming 16-12 und dann ja im Upper Bracket Finale das erste, eben die erste Map gegen Team 3D, die Amerikaner, auf Nuke. Wie stark hattest du damals die Amerikaner von 3D eingeschätzt? Die Amerikaner sind von ihrer Spielweise schon immer so wie die Deutschen gewesen. Sehr überlegt, sehr durchdacht, sehr stabil in ihrer Struktur, sage ich jetzt mal. Das deutsche CS war am ähnlichsten zum amerikanischen CS. Deswegen habe ich gewusst, okay, puh, das wird hart. Weil die hatten ja damals schon so Top-Spieler und einfach ein Top-Team, wo sie auch, glaube ich, den Jaguar immer wieder eingewechselt, ausgewechselt. Wahnsinn, überleg dir mal das.
wir hätten da so eine Granate einwechseln können. Also, puh, also da, das war schon, da haben wir schon gewusst, puh, da ist die Kacke am Dampfen, aber da haben wir gewusst, ey, geil, mit gegen die, boah, gegen die lokalen Favoriten hier, Hammer, Hammer. Die Favoritenrolle, bei wem lag sie? Bei euch nach den zwei Siegen? Nie bei uns, glaube ich. Bei uns war immer alles Zufall und ich glaube, die Favoritenrolle war nie bei uns. Also, das geht's nicht. Also, wenn du so ein Team hast, die haben ja damals schon, glaube ich, sehr viel Geld gekostet für die damalige Zeit. Wahnsinn. Also, wir waren ja, hör doch auf, also, nee. Ihr habt dann auf Nuke gewonnen und eben auch dann Inferno gespielt. Da gibt es diese eine bekannte Runde, die erste Runde. Es ist ein 3-on-1 aus eurer Sicht, also 3 gegen 1 gegen Sivas. Und er schafft es irgendwie dann doch plötzlich alle drei von euch aus dem Spiel zu nehmen, diffused die Bombe. Und wenn man sich die Reaktionen anschaut von ihm, dann ist man eigentlich sicher, dass er diese Bombe entschärfen wird. Wie war es bei euch diese Sekunden? Was hast du gedacht? Schafft das? Ich muss aus meiner Perspektive sagen, erstmal haben wir das sowieso nicht so ernst genommen. Also auch für uns war, wir hatten schon mehr gewonnen als sowieso. Und das sieht man dann eventuell, denn Navid ist da ja so um den Spot rumgehüpft, rumgetanzt und hat dann irgendwie sich so einen Headshot abgeholt. Und ich habe ja die Kasper sowieso gekannt. Also mir war das dann so, ja, okay, mein Gott. Und dann, ja, gut, wenn wir die erste Runde verlieren, ist ja kein Beinbruch. Und ich habe da jetzt nicht so den Fokus drauf gehabt. Aber dachte mir so, ja, egal, dann holen wir halt die Echo oder sonst was. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, der schafft es nicht. Oder beziehungsweise das Signal war durch, aber die Bombe ist explodiert. Sagen wir es mal so rum war es eher. Und dann habe ich gesagt so, ey, geil, wir haben die Runde doch noch geholt. Ach cool, dann wird es da doch vielleicht einfacher. Und Roman hat es bei uns nicht kapiert. Aber er hat sich auch nicht gewundert, warum er so viel Geld auf dem Konto hat. Und dann sagt er, oh Jungs, ich kann eine AK kaufen, ich renne jetzt in die Banane und töte alle. Und dann dachten wir so, okay, also offensichtlich hat er das nicht kapiert. Und wir haben dann auch nicht so kommunizieren können und sagen, hey Roman, wir haben die Runde gewonnen. So. Und erst nachdem wir die Runde gewonnen hatten, ich glaube, wir haben die zweite Runde gewonnen und dann haben wir ihn aufgeklärt. Und dann sagt er so, oh, ich habe mich schon gewundert. Und wir haben gedacht, so, mein Gott, ey, was ist mit dem los? Aber du warst so im Tunnel. Dann irgendwann mal, das war Wahnsinn, das war toll. Überraschend, dass ihr nachher doch dann in der Overtime Inferno auch noch gewonnen habt gegen Team 3D? Natürlich, alles war überraschend, wie gesagt. Jede Runde, alles, was wir da getan haben, war eine Überraschung, war einfach irre, einfach irre. Es gab $50.000 Siegprämie und für jeden Spieler eine Rolex, also eine richtig schicke, schöne Uhr. Ja. Wie ist es bei dir mit der Uhr? Hast du die noch oder schon verkauft? Ich habe sie mal heute für dich mitgebracht. Also hier ist das gute Ding. Ich könnte es jetzt nochmal aufmachen als Beweis, dass sie noch da ist. Vorsichtig, ne? Ja, ich habe heute mal reingeguckt tatsächlich, ob sie da ist. Damit ich hier keine Blamage erlebe. Wir haben so eine Uhren-Schublade und da sind zig Uhren drin. So sieht die aus. Also ist jetzt nichts Hässliches, aber auch jetzt keine so schöne Minderuhr. Ich bin eher so der Pilotenuhrträger, also ein bisschen breiter. Ich sag, eine tolle Sache. Ich wollte eine Gravur drauf machen, mit dem Datum, als wir gewonnen haben und alles. Habe ich bis heute nicht gemacht. Aber ja, ist auf jeden Fall ein schönes Stück zum Vererben. Ist auf jeden Fall viel Geschichte. Und ja, ich war mega stolz oder bin immer noch mega stolz, aber ich trage die Uhr selber nicht mehr. Wie gesagt, heute ist ja in Mode gekommen, eine Rolex zu tragen bei den Jugendlichen. Und da schwimme ich mal gegen den Strom. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht so eine Rolex, wo ich selber persönlich toll finde. Meine Frau findet die toll, vielleicht schenke ich sie ihr mal, falls sie das Video dann sieht. Aber nee, ich wollte ja schon mal eine dann kaufen, aber es ist schon verrückt, für so eine Uhr so viel Geld auszugeben, weil am Tagesende ist es eine Automatikuhr, wo das Uhrwerk vielleicht, weiß nicht, 500 € kostet oder so, wenn überhaupt. Also keine Ahnung. Wenn du jetzt zurückblickst auf die CS-Karriere, du hast ja mit sehr vielen verschiedenen Spielern zusammengespielt. Wer war deiner Ansicht nach der Stärkste? Boah, das kann ich gar nicht sagen.
weil ich habe den Stärksten nie als den, den Spieler gesehen, der die meisten Frags auf dem Konto hatte. Von außen betrachtet ist immer der Stärkste natürlich der, der die meisten abschießt. Aber aus meiner Perspektive ist der Spieler der Stärkste, der das Team zum Sieg führt. Und es ist nicht immer der, der die meisten Frags macht. Weil ich sage immer so, bei vielen EPS-Finals oder so, man kann sich vielleicht daran erinnern, ich gehe oft irgendwo um die Ecke und dann sehe ich anhand der Flashes oder Smokes oder Reaktionen vom Team, wer wo wie steht. Und dann kann ich viel präziser ansagen, wo die Gegner sind, als wenn jetzt irgendein anderer Mate von mir rumgegangen ist. Und dadurch wurde halt dann die Runde einfacher oder du hast einen einfachen Frag, wenn dir jemand präzise ansagen kann, der steht da und da. Oder wenn man die Position dann, jede Ecke benannt hat. Und wenn dann jemand dann so praktisch agieren kann, dann ist halt super easy, den Frag zu holen. Oder nicht mehr so schwer. Aber wenn dir jemand sagt, ja, guck mal, da auf dem B-Spot steht einer, ja, danke, da weiß ich genauso viel wie davor. Ne? Also das ist halt, ich will keinen Spieler hervorheben. Ich glaube natürlich, über die Langzeit ist ja Neo der beste Spieler geworden. Aus meiner Perspektive war der natürlich stark, aber auch ein Walle oder viele Oldschool-Spieler, Heaton, Potty ist ja auch, glaube ich, einer der stärksten Spieler gewählt worden auf der Welt. Also gegen den habe ich leider nicht so oft gespielt, aber da gab es einfach viele, die im Hintergrund wahrscheinlich die Fäden schon stark gezogen haben. Ich meine, bei Gob hat man es ja, der ist, glaube ich, der erste Populäre geworden, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Aber davor gab es ja auch schon viele in der Welt, die da die Fäden gezogen haben. Und bei SK war die Ansammlung groß. Ich glaube, so ein Spieler wie Spawn, der war natürlich toll. Aber wenn wir gegen den gespielt haben, haben wir gewusst, okay, wie spielen wir den aus? Also jeder starke Spieler hatte auch immer wieder viele Schwächen, wenn man sie kennt, wenn man die Demos angeguckt hat. Und von daher, ich würde da ja wahrscheinlich, wenn ich einen nennen müsste, wäre es Neo oder Potty. Aber sonst... Ich denke, da waren viele, viele Spieler, starke Spieler. Also Moon war ja auch Bombe. Hat ja auch sehr lange gespielt, ja. Moon, unter anderem früher auch für TAM. Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Teammitgliedern? Leider nicht. Also ich bin dafür bin ich zu wenig im Internet unterwegs oder auf diesen Facebook oder sonst was. Du hast es ja gemerkt bei mir, so, ich bin sehr, sehr unregelmäßig auf Facebook oder auf anderen Sachen. Ich würde gerne wieder mehr, also ich werde ja dieses Jahr 40 und dann habe ich gedacht, okay, wenn das Haus hier hinter mir fertig wird, dann mache ich eine große Feier. Wir wollten auch schon zur Hochzeit damals eine große Feier machen mit den ganzen CS-Jungs und so, aber wir haben nie groß gefeiert, dann ist das auch wieder ausgeblieben. Aber ich hoffe, dass ich das mal 2026 sind 20 Jahre dann WSVG-Sieg und es ist sehr realistisch, dass wir dann hier was machen. Und ich würde gerne die meisten Jungs, wenn sie können, dann bei mir zusammentrommeln. Und das wäre wirklich toll. Das wäre wirklich noch so ein. Das ist so bei mir auf der To-Do-Liste, was ich auf jeden Fall machen möchte. Weil es gab ja schon viele Leute, die damals aus Ethics-Zeit gesagt haben: Oh, die Babsi, mit der ich heute verheiratet bin, oh, die heiratest du. Aber dann müssen wir eingeladen werden und so. Und dann sage ich: Ja, okay. Ich glaube es zwar nicht, aber. Und dann ist es tatsächlich so gekommen. Also, Abrucks war da auf jeden Fall einer. Der hat gesagt, hey, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich habe es nie so geglaubt. Und ja, ich werde auf jeden Fall was machen. Gehen wir von Counter-Strike 1.6 weg zu Counter-Strike Global Offensive. Du hast ja auch nochmal dann 2016 es richtig probiert, ne, bei Lioncast, unter anderem auch mit Aprox, ja, der früher bei Alternate gespielt hat, zusammengespielt. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu nahe, wenn ich sage, der ganz große Erfolg ist bei Global Offensive zumindest so über den längeren Zeitraum ein bisschen ausgeblieben. Ja, ja. Nee, das ist ja, das ist natürlich okay. Wir waren damals also ich wusste gar nicht, wie Lioncast erstmal das Team zusammengestellt hat. Ich hatte die meisten Leute nicht gekannt, außer Manu. Ich habe auch nichts mitbekommen davon, dass Navid dem Team abgesagt hatte. Der hat sich da erfolgreich gedrückt und ich habe mir dann gesagt, jo, okay, ich schaue es mir mal an, dass die dann natürlich so was Großes draus machen. Das war ein bisschen, ja, unangenehm, sage ich jetzt mal, weil ich finde, man sollte vielleicht erstmal große Videos machen, wenn man was erreicht hat und nicht schon davor, aber heutzutage dreht sich das Rad ein bisschen anders als früher.
Der große Erfolg ist natürlich ausgeblieben, weil einfach das von der Teamchemie und von den Leuten her, das war eine Katastrophe. Also so viel Arbeitsmoral oder so wenig Ehrgeiz, oder man hat sich schon gefeiert auf irgendwelchen Turnieren, obwohl man noch gar nichts gewonnen hat. Also boah, bald gibt's Sticker von mir, hatte ich damals im Voice gehört und so. Das war für mich total so, hä, was redet er denn da? Und es war auch okay, so dass es dann halt auch nicht geklappt hat, weil man hat ja gesehen, die Leute, die dann da waren, sind ja auch keine Erfolgsbringer. Und ich meine, ich kann jetzt aus Esel nicht ein Pferd machen. Ja, also ich war zuerst mal, habe ich ja auch gesagt, mit mir selber beschäftigt. Also es war ähnlich wie bei Gob. Man muss erstmal selber confident sein, um dann Impact mehr auf das Spiel oder auf das Team zu haben. Und ich war nicht traurig drüber, sagen wir es mal so. Also es war wirklich so, wo ich gesagt habe, so, okay, ich komme ins Team, und dann habe ich halt schon gewusst, okay, das kannst du ja hier, also wenn das jetzt hier ernst sein soll, also weiß ich nicht, das war ein kalter, ja. Wie ging es bei dir nach der Counter-Strike-Karriere weiter, auch in Sachen eben Beruf? Gut, bei mir lief das ja alles immer nebenher, deswegen habe ich vielleicht auch nicht immer so performt, wie ich das wollte. Ich habe in der IT Fuß gefasst, ich habe in der IT eine gute Entwicklung gemacht, also klar, ich wollte mich dann auch nach meinem CS-Ding auch auf den Job fokussieren. Ich habe jetzt mein Dreijähriges gefeiert bei Heinrich Schmid, ist der größte Maler Europas. Da bin ich für die Virtualisierung für Citrix zuständig und für die Softwareverteilung und für ein paar andere Sachen. Aber ich bin zufrieden. Also ich sage, kann man das jetzt sehen als Erfolg? Ja, also ich verdiene ordentlich bei einer ordentlichen Firma. Weiß jetzt nicht, ob das immer so erstrebenswert ist. Also für manche ja, für manche nein. Ich bin zufrieden, so wie es läuft. Ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen mehr in YouTube, wieder ein bisschen mehr was in Twitch machen. Weil ich habe ja meinen Greenscreen, da habe ich immer um die Weihnachtszeit gestreamt, aber ja, und dann ja, mit Baustelle ist das dann einfach auch nicht mehr realisierbar. Aber käme für dich ein Vollzeitjob im E-Sports-Bereich überhaupt noch in Frage? Gibt ja viele Möglichkeiten, nicht nur als Spieler, sondern auch Moderator, Kommentator, Coach, Experte? Natürlich, also das muss man schon sagen. Meine Frau hat auch gemeint, es wäre schon cool, wieder ein bisschen mehr zu reisen und auch mit dem Kind oder Kinder, was auch in Zukunft kommt, ich weiß es nicht. Klar wäre das natürlich eine coole Sache, aber da muss das Umfeld passen, man muss das Team passen, da muss alles passen. So. Und aber ich mache IT auch sehr gerne. Also ich würde wahrscheinlich 50-50 machen. Das wäre cool. Wenn ich das hinkriegen würde, wäre das super. Was wünschst du dir für die Zukunft? Die letzte Frage. Gesunde Kinder. Ich glaube, gesunde Kinder, auch gesund bleiben, lang leben. Gesundheit für alle eigentlich da draußen. Die Corona-Zeit hat nicht jeder so gut überstanden wie ich zum Beispiel. Auf mich hat es gar keinen Impact gehabt. Für viele waren sehr eingeschränkt in ihrem Leben, sind sehr unzufrieden. Bei mir, die Baustelle, hat sich nichts geändert. Immer noch auf der Baustelle im Dreck. Nee, also es wäre cool, wenn wieder die Normalität wieder eintrifft und alles ein bisschen, ja, normaler wird, sage ich jetzt mal. Das wäre cool. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Hausbau natürlich. Dankeschön. Viel Glück, Gesundheit. Schön, dass du da warst. Dankeschön. David, Chefkoch Nagel. Dankeschön.